Willkommen zurück zu Nummer 3 der Kalorienspar-Quickies. Und zwar kann man sehr viel Kalorien, vor allem durch Fett verursachte Kalorien, bei der Wahl des Hackfleisches sparen. Hackfleisch an sich hat bis zu 20-25% Fett. Das wird einfach beigemischt, damit man mehr Masse kriegt, und natürlich ist auch Fett ein Geschmacksträger. Trotzdem hat dann das Ganze mal schnell 300 Kalorien pro 100 Gramm. Wenn nicht sogar mehr. Viel Kalorien lassen sich dann sparen, wenn ich stattdessen mageres Gulasch nehme vom Metzger und lasse mir das beim Metzger direkt wolfen. Ja, und schon haben wir sehr mageres Hackfleisch und sparen so eine Menge an Kalorien. Weil wenn man das dann so vergleicht, hat dann 100 Gramm so um die 180 Kalorien und ist wesentlich fettärmer. Also wieder am Tag jede Menge Kalorien gespart. Tja, das war der flotte Dreier. Die Kalorienspar-Quickies, die zweite Staffel. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, für einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr davon wissen wollt, hören wollt, sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns dann, würde mich freuen. Macht's gut, euer Olli. Ciao, ciao.